Ernst Heinkel hatte den Ehrgeiz, das schnellste Flugzeug der Welt zu bauen. Mit dem Experimentaljagdflugzeug He-100 sollte dieses Ziel erreicht werden. Am 30. März 1939 startete Hans Dieterle zu einem Rekordversuch. Der Rennmotor von Daimler-Benz leistete 1800 PS. Die He-100 durchflog zweimal die Messstrecke des Flugplatzes Oranienburg bei Berlin. Nach der Landung stand es fest. Mit 746,6 Stundenkilometern hatte die He-100 den absoluten Geschwindigkeitsweltrekord erstmals nach Deutschland geholt.